Ich möchte heute etwas berichten über ein wunderbares Entstörsymbol, das gegen Elektrosmogstrahlung eingesetzt wird. Es ist uns von Erich Körbler, diesem Wiener Elektrotechniker, übergeben worden. Der hat es bekannt gemacht. Es besteht auch aus bestimmten Strichformen. So sieht es aus, als kleines Kärtchen. Es ist die für mich günstigste und billigste Entstörmöglichkeit, wenn es um Harmonisierung von Elektrosmog geht. Es ist super leicht im Einsatz, im Alltag, und du musst eigentlich praktisch kein Geld dafür ausgeben. Ich habe das laminiert, also als kleines Kärtchen, und ich mache das manchmal so, dass ich es einfach nur angucke, ja, kurz drauf schaue, um mich von dem in mir gespeicherten Elektrosmog zu reinigen, zu befreien. Das ist vorstellbar, als würde ich mich entladen, wenn ich zu viel Elektrosmog in mir aufgenommen habe. Du kannst es dir wunderbar selber malen. Es besteht dann nur aus Strichen. Es sind fünf verschiedene Strichpositionen, die du hier malen kannst. Einfach auf eine Klebefolie zum Beispiel. Und dann kannst du das zum Beispiel auf dein Handy oder auf andere elektronische Geräte kleben, die Elektrosmog aussenden. Ja? Es gibt ja Menschen, die vertragen Elektrosmog ganz gut, die merken nichts. Andere wissen gar nicht, dass ihre Beschwerden vom Thema Elektrosmog herrühren. Und du kannst es auf jeden Fall, dieses Thema mit dir harmonisieren und wunderbar ausgleichen. Was kannst du noch machen, außer an Ort und Stelle dich zu entladen mit diesem Kärtchen, also mit der Vorstellung, es wird jetzt richtig, wenn ich das Kärtchen anschaue, einfach entladen. Du kannst das als Aufkleber machen, du kannst es dir einfach malen. Es gibt auch fertige Aufkleber, die verkauft werden auf dem Markt. Und die kannst du überall draufkleben, wo Elektrosmog ausgesendet wird. Zum Beispiel unter die Kaffeemaschine oder hinter den Fernseher oder hinter den Computer. Alles, was Elektrosmog aussendet, kannst du bekleben mit diesen Zeichen. Und du wirst spüren, oder wenn du testen kannst, wenn du eine energetische Testmethode hast, dann kannst du auch nachtesten, wie es vorher ist, wo es noch stört und nachher, wo es einfach entstört ist. Also probier es einfach mal aus, kleb es auf dein Handy drauf, auf deine Telefonanlage, auch auf die Waschmaschine, auf jedes Gerät, das heute so im Einsatz ist. Es ist eine wunderbare und günstige Harmonisierungsmöglichkeit. Du kommst dann einfach mit diesen vielfältigen Informationen, mit diesen Störfeldern viel besser zurecht und dein Organismus kann wieder harmonischer damit umgehen. Wo klebe ich es noch gerne hin? Also eine zentrale Stelle im Haushalt ist einfach der Elektrokasten, also dieser zentrale Verteilkasten im Haus. Ist eine gute Stelle, ist ja oft einfach im Keller. Kannst es in den Kasten reinkleben. Wenn du mit Pendel oder Einhandroute testen kannst, dann teste auch bitte einfach aus, wie viele von diesen Elektrosmog-Entstörsymbolen in diesen Elektronikkasten hineingeklebt werden sollen. Das gleiche gilt auch für die größeren oder kleineren elektrischen Geräte. Ich teste persönlich aus, wie viele Symbole da gerne hineingeklebt werden möchten. Jetzt ist es ja so, dass du nicht immer an diese Geräte hinkommst, die Elektrosmog ausstrahlen. Es gibt ja auch diese wunderbaren Sendemasten draußen, die Störfrequenzen auf uns einstrahlen. Da kannst du es ja nicht machen wie, ja, Greenpeace und Co. Nämlich ich steige auf diesen Sendemast drauf und hisse dann die Elektrosmog-Entstörfahne. Das funktioniert nicht. In diesem Fall arbeite ich mit Visualisierungskraft. Die Kraft der Gedanken ist im Prinzip die stärkste Kraft, die wir haben. Und ich stelle mir einfach vor, wie dieses Symbol in die Aura, in das Land, in den Bereich zwischen meinem Haus zum Beispiel und diesen Handy-Sendemasten installiert wird. Also ich stelle mir das vor, ich visualisiere das, dieses Symbol ganz groß draußen zwischen meinem Haus und diesen riesigen Sendemasten und verwende ein bestimmtes Ritual, das ich da denke oder spreche. Und das zeige ich dir, beziehungsweise formuliere ich dir jetzt. Du kannst es in deinen eigenen Worten auch abwandeln. Also ich stelle mir dieses Symbol vor, ganz groß, und ich spreche oder denke hiermit. Speichere ich dieses Symbol zwischen diesen Sendemasten und mein Haus. Und ich stelle es mir ganz groß vor, wie es installiert wird gedanklich. Möge es hier so lange wirksam bleiben,
wie es benötigt wird, so sei es und so ist es. Auch das können die energetischen Tester mit der Route oder mit dem Pendel nachtesten oder mit dem Muskeltest. Es funktioniert und von den Berichten der Menschen her gibt es dann einfach weniger Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Augenflimmern oder andere Befindlichkeitsstörungen. Probier es einfach mal aus. Es ist für mich die günstigste Entstörmöglichkeit. Dankeschön.